Ja, hallo meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Und zwar zu Xenoblade Chronicles 2. Ja, ich wollte das Spiel eigentlich blind aufnehmen. Aber, ja. Dank gewisser Capture Card Fails, also Fails der Capture Card halt, konnte ich ja habe ich schon ein 2 Stunden Video aufgenommen, wo ich schon ein Weilchen gezockt habe. Aber ja, dieses 2 Stunden Video war, ja, es ließe sich nicht als MP4 Datei speichern und ja, ich weiß aber nicht warum, aber auf jeden Fall ging es nicht und ja, deshalb konnte ich das nicht hochladen oder sonst irgendwas machen. Habe inzwischen auch schon eine Playlist erstellt und so, aber ja. Dieses eine Video lässt sich einfach nicht abspielen. Und zumindest geht es da, wie ich gesehen habe, als gelöschtes Video, weil als ich das hochgeladen habe, gilt es als gelöschtes Video, habe ich geguckt bei der MP4-Datei, die war unvollständig. Und ja. Habe es öfters versucht, das von der Capture Card, also von den Dateien der Capture Card, die sind ja da als Videodateien gegeben, dass man die als MP4-Dateien speichern kann und ja. Irgendwas ist da auf jeden Fall schief gegangen und ja, kann wirklich, es ist nur so jetzt eine Theorie. Es kann sein, dass es daran liegt, dass es ein 2 Stunden Video war, über sogar. Und ja, deshalb werde ich jetzt doch mehrere Parts nutzen. Ich wollte jetzt eigentlich eine Let's Show davon machen und ja, 1-2 Stunden Videos machen, aber ja, siehst ja, geht ja nicht. Also muss ich das jetzt in mehrere Parts splitten, so 20 bis 30 Minuten. So, ja. Da wir aber ziemlich viel Story-Relevantes und sowas sehen werden, kann ich euch jetzt schon sagen. Und ja, mal schauen, wie lange das wird. Let's Play, was heißen würde, dass wir es durchspielen, wird es nicht. Das würde viel zu lange dauern. Aber ja, ich bezeichne es fürs Erste noch als Let's Show. Und ja, mal schauen, wie lange wir das machen werden. Wir werden es mal, ja, sehen. Auf jeden Fall starten wir ein neues Spiel. Optionen brauchen wir nicht einstellen, habe ich schon alles gecheckt. Passt alles. Ja. Let's go.
We really do need to buy ourselves a new depth probe. The ping was off by 150 peds to the east. That's not gonna fly. And what about the treasure, Rex? Was it in line with your expectations? It seemed pretty solid. Didn't even have to reinforce it too much. Even with the labor costs, we should be able to turn a decent profit. Honestly, it takes you 2 days to run the structural analysis. Yet somehow you can gauge the profits in an instant. Don't go raining on my parade, Gramps. You know, I'm in the salvaging trade for the cash. A little business sense goes a long way. All right. Whoa! I didn't expect that. You've been living in this thing, big guy. Rex. No worries, Gramps. I think we know what's for lunch. Oh, geht's los. Was für ein Glück, der Mittagessen hat sich freiwillig direkt vor deiner Haustür geliefert. Jetzt heißt es, schnell zuschlagen. Drück R, um der Gegner anzuvisieren und dann A, um den Kampf zu eröffnen. Das rote Zielsymbol über den Kopf des Gegners zeigt an, welchen Gegner du ins Visier genommen hast. Du kannst die Waffe wieder einstecken und die Kampfsequenz abbrechen, wenn du R gedrückt hältst und dann B drückst. Quasi flüchten. Machen wir aber nicht. Ja, na, es sei denn, es ist... Werden wir aber trotzdem öfters in dem Let's Show sehen, denn... Bin mir sicher, wir werden auf jeden Fall, sogar bin ich mir so sicher, dass wir hier auf Gegner treffen werden, die overlevelt sind und ja, wo wir keine Chance haben und deshalb müssen wir fliehen. Ist klar. Der erste Gegner mit gezogener Waffe wird automatisch eine Angriffssequenz eingeleitet, der sogenannte Autoangriff. Jetzt auf das Gefecht, bevor dein Hauptgang die Flucht ergreift. Jo. Okay. Los geht's. Time to take you down. Der Autoangriff besteht immer aus drei aufeinanderfolgenden Hieben. Die Angriffskraft steigt bei jedem von ihnen ein klein wenig. Ja! Jo. Das ist sogar Neuerung im Gegensatz zu den alten Spielen. Da in alten Spielen, das Super Sonic 1 für Wii und der Remake für 3DS und X für Wii U, da war es nicht so. Ist auch gut so, dass hier auch ein paar Veränderungen sind. Weil nur mit Veränderungen kann man es eigentlich erst sagen, dass es ein Nachfolger ist. Wäre es genau das gleiche Spiel, bloß mit einer anderen Story, dann ja. Das ist kein richtiger Nachfolger, richtig. Am unteren rechten Bildschirmrand ist gerade ein Technik-Symbol aufgeleuchtet. Das bedeutet, dass die Technik Ankerschuss bereits im Einsatz ist. Die Techniken sind mächtiger als die normale Autoangriff. Die Mission des Technik-Symbols verrät, welchen Knopf zu drücken muss, um die Technik zu aktivieren. Beispielsweise die obere halt X, die linke Y, die rechte A und der untere B. Erklärt sich. Von selbst. Obwohl. Naja, obwohl ich mich beim ersten Mal schon ein bisschen gewundert habe, wie das benannt war. Hier X, weil halt für oben Für X halt die obere Technik X drücken muss und ja, da habe ich mich ein bisschen gewundert, warum X. Ja. Aber ja. Dann habe ich es doch irgendwann kapiert. Auf den anderen erlischt das Technik-Symbol. Die Technik muss dann wieder aufgeladen werden. Mit Autoangriff. Autoangriffstreffer füllt den pinken Rahmen des Symbols schrittweise auf. Umschließt er das Symbol, verschlägt kein Technik wieder eingesetzt werden. Du es einmal, drücke X und feuere Rex Ankerschuss um den Gegner ab. Okay. Bam. Der Gegner hat etwas fallen gelassen, eine kleine grüne KP-Kapsel. Steuere Rex zur KP-Kapsel. Wenn er mit ihr Berührung kommt, stellt er seinen Teil seiner Kraftpunkte KP wieder her. Wie der aber sagt. Mit bestimmten Techniken kannst du Gegner gezielt dazu bringen, KP-Kapseln fallen zu lassen. Der Ankerschuss ist eine dieser Techniken. Wäge stets ab, ob du Techniken freizügig einsetzt, um den Gegner rasch zu Schaden zuzufügen, oder ob du dir einen besonderen Effekt für Notsituationen aufsparst. Ja, das werden wir sehen. Wie geht's so hart auf die Fresse hier? Später aber sind wir halt, jetzt sind wir fürs erste aber halt auch noch alleine, später bekommen wir halt noch Gefährten dazu. Aber ja. Fürs erste für den Anfang. Erstmal. A sea of clouds, and at its heart, the world tree, piercing the heavens. This is the world we call home. All rest.
Story goes that when the world was young, everyone in Allrest lived on the tree, together with our divine father, the architect. According to the tales, it was a bountiful land. And the people there held the power to command even the heavens themselves. They called that paradise Elysium. But then, one day, we were cast out. Nobody knows why. Perhaps we angered our creator. Or perhaps it was something else entirely. All we know is we were forced to leave Elysium, to live here in Allrest, where it turns out life was pretty hard. But when it seemed like we would surely die out, the architect took pity on us, sending his servants, the Titans, to save us. The few of us who survived settled on the Titans, and we've lived in harmony with them ever since. But now those Titans are beginning to die out. Brazier does my weary old bones much good. You want me to move it, Gramps? No, that's quite all right. Leave it right there. Right, sir. Na, schmeckt die Luft? Not another one. Been happening a lot lately. More so than before. I wonder if anyone was living there. It seems not. And if there had been, they would have all left by now. Makes sense. Hey, Gramps. Do you think Fonset Village will be gone too one day? It would not be today or tomorrow, but one day, yes, it will fall. And you too? That's how it goes with us Titans. There's no way around it. Eventually, there'll be nowhere left to live. Sadly. So you Titans were born up there. Is that right? So they say, for what it's worth. Mind you, I was born here on Allrest. As for my ancestors, who could say where they were born? Can it really exist? This Elysium and the Creator who's said to live there? A land of plenty atop the world tree. If such a place did exist, perhaps we could all live in peace, with no need for fighting. Sure would be great. For everyone. Even folks in Fonset. If the Divine Architect can see us now, I wonder what he thinks. Ich hab's ja gesagt. Sehr viel Story. All right. Back to making money. I think this haul should be enough for today.
Oi, Gramps! Care for a little swim to the Argentum Trade Guild? You're planning on selling it now? It's getting toward my bedtime. Don't play the lazy old man with me. There's plenty of sunshine left. Kids these days. No respect, I swear. Okay. Alles klar. Let's go. Argentum AG. Why, if it isn't Rex? How's business? Going all right. Elsa wouldn't be here. Fair point. So, which one am I unloading? We can leave that until I'm done negotiating. Shouldn't be too long. Well, morning is 15 gold for a half day. I'll have your gold after I sell the stuff. All right, later. Hey, hold on. You know I can't do credit. Does it every time, too. No one, I'm afraid. Figures. Amazon. Awesome. This thing's huge, and it's not even a Titan ship. Sieht so aus, ging dein Abenteuer jetzt so richtig los. Sobald eine neue Funktion verfügbar wird, erhältst du hier eine Erklärung dazu. Gleich wird in der Mitte des Bildschirms Goldmund Ankunftshafen erscheinen. Du hast einen Reisepunkt entdeckt. Zu entdeckten Reisepunkten kannst du jetzt halt per Schnellreise zurückkehren. Wenn du in einem Kampf unterliegst, kehrst du zu dem Reisepunkt zurück, den du selbst besucht hast. In Allrest gibt es unzählige Reisepunkte zu entdecken. Es lohnt sich, jeden Winkel der Welt zu erkunden. Und falls du irgendwann nochmal die grundlegende Steuerung in Erinnerung rufen möchtest, mit einem kurzen Drücken auf hier, Steuerkreuz links, oben oder rechts, kannst du eine Übersicht der Steuerung aufrufen. Bei mir ist es Steuerkreuz, bei, weil ich ja mit dem Pro-Controller spiele, mit Joy-Con-Controller wären es ja diese Pfeilknöpfe. Ist klar. Okay. Schauen wir uns mal hier um. Was ist denn hier? Herr Rex, na? Beeindruckt von dem Schiff? Das kann man wohl sagen. Ist auch ein ganz schönes Kaliber. Unglaublich, dass es Schiffe in der Größe gibt, die nicht von einem Titan angetrieben werden, oder? Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie dieses Ding überhaupt funktioniert. Ich auch nicht. Wem gehört das Schiff denn, weißt du das? Irgendwelchen Geschäftspartner vom Oberporn der AG, soweit ich weiß. Keine Ahnung, wem genau. Dieser neugierige Blick. Am liebsten würdest du direkt an Bord klettern, gib zu. So verrückt bin ich nun auch wieder nicht. Na dann, ich muss langsam mal zurück an die Arbeit, ja? Okay, wir sehen uns, Garen. Auf jeden Fall sehr merkwürdig. Sag es mal so. Wow. Okay, hier. Ja, okay. So, jetzt wollen wir auch über hier Story lernen. Egal. Willkommen, danke schön. Danke. So, und ich, da werden wir schon wieder aufgehalten. Zeit für ein paar kleine Tipps. Zuerst zu den verschiedenen Bildschirmelementen. Na, ich weiß es eh schon, also, naja. Egal, aber nochmal für euch. Siehst du, worauf der Pfeil zeigt? Das ist der Kompass. Jo. Sehe auf den Kompass deutlich die Richtung an, in der sich das nächste Missionsziel befindet. Die Zahl über den Symbol gibt die Entfernung bis zum Ziel an. Liegt das Ziel auf einer höheren Ebene, wird dies durch einen kleinen Pfeil über den Symbol angezeigt. Wenn es einmal tief in der Ebene liegt, zeigt er ein kleinerer Pfeil nach unten.
In dieser Ecke findest du die Umgebungsinformationen. Dazu zählen unter anderem Informationen über das Wetter in der Region, in der du dich gerade aufhältst, Tageszeit und so weiter. Nun zur Minikarte. Hier bekommst du am schnellsten einen Überblick über Rex unmittelbare Umgebung. Das gelbe Symbol in der Mitte gibt an, wo Rex ist und in welche Richtung er schaut. Drücke auf dem linken Control-Stick, um die Minikarte zu vergrößern oder auszublenden. Für erfahrene Anteile ist es vielleicht aufregender, ohne Minikarte zu spielen. Naja. Bevorzuge ich aber nicht. Nee. Zugleich siehst du hier Rex aktuelles Missionsziel. Drücke ZR, um die Informationen ein- und auszublenden. So, mit diesem Wissen sollte es ja leichter sein, Milolo in der Handelszentrale zu besuchen. So, dann führe mich mal hin, mein lieber Kompass. And arrived. Ah, hier. Das war, die war hier irgendwo in der Nähe. What? That's it? It's life, Mayor. There's still more than I give to non-friend. If you bring military supplies, then you get good price. Ceasefire between Mor Ardain and Uriah not keep for too much longer, methinks. So weaponry is hot item. Well, what friend think? I'll make it worth your while. I told you before, I stay away from that sort of thing. Oh, it's shame. Rex good salvager. Could be good way to earn pretty penny. Waste of talent, if you ask me. Anywho, where were we? I'll take your offer. 200 now, and you know what to do with the rest. Okie doodles. Sending monies to Corin of Fonset Village, is right? Yeah. Is beautiful thing, sending money home at such young age. I touched. Wish my own dum-dum little pond did same. It's because Gramps doesn't charge rent. Hey! All right, I'm counting on you. Roger, pleasure doing business. Okay. 200 Gold, okay. Nice. So, um es jetzt hin. Warte mal. Irgendwo hier. Ja, okay. Ein Schritt gehen und ja. Hello, Rex. Papunin, been a while. Rex looking high spirits? Ah, no, how say? Yes, Pippi. Been worse? So, you got something for me? New job, maybe? Something like that. Ah, by the way, Rex come from Fonset Village in Letherian Archipelago, yes? Yeah, that's right. Why'd you ask? You should go straight to boardroom of chairman. Wait, what's going on? Chairman Banner ask for Rex by name. The chairman? For me? Klingt ja ganz verlockend, aber ja, wir werden ja schon sehen, was am Ende rauskommt. Oh, eine Sache noch. Weißt du ja noch gar nichts über die Kamera? Die Kamera hat zwei Modi, einen manuellen und einen automatischen Modus. Und den manuellen Modus zu verwenden, bestimme einfach mit Hilfe von R den Kamerawinkel. Du ziehst eine automatische Kameraführung vor, kein Problem. Sobald du auf R auf den rechten Stick drückst, wird die Kamera hinter Rex platziert und folgt automatisch seinen Bewegungen. Halte L gedrückt und bewege den rechten Stick nach links oder rechts, um die Höhe der Kamera zu ändern und nach oben oder unten, um den Zoom der Kamera zu verändern. Je nach Neigung oder Winkel der Kamera kann es sein, dass dir Dinge auffallen, die du sonst nicht gesehen hättest. Also sei ruhig experimentierfreudig. So. Ich würde sagen, wir gehen erstmal. Oh, da ist er. Dann machen wir erstmal eine Story weiter. Bevor wir irgendwas machen. Thank you for accepting summons. I, Banner, Chairman of Argentum Trade Guild. But pleased to make your acquaintance. We hear from Popodin that friend is salvager of some renown. That being case, I have dincy-wincy thing to ask of Rex. A request straight from the chairman. Reward is 100,000 gold. 100,000? Friend here, right? Actually, that just the advance.
Another 100,000 provided upon completing job. 200,000 gold in total? I must be dreaming. I'll do it. I hereby swear to use every skill I possess to ensure this job is successful. I promise I won't let you down. You agree without even hearing details of job? Oh, right. What kind of job is it? You really have skills for this. Of course, I'll be fine. If you say. Here, crew will explain the task. Bring them in. Sir? Drivers and blades. Whoa, they look so cool. So, there's something that we want to haul up. There were some current shifts. It showed up in an uncharted area. But it's a long way down. Nice. I like a good challenge. Banner offered to assemble a team of veterans for this job. But this crew, very picky. They want small, elite team, and only from Letheria. That, when Banner have stroke of genius, should hire Rex! Ha ha! You made the right choice. A child salvager. Jin, don't tell me we're gonna have to hire some babysitters for this outing, too. What the hell? You look as much like a kid as I do, lady. At least I wouldn't wet myself for the promise of a measly 100 grand. What are you trying to say? Rex, was it? I implore you to excuse my lady's discourtesy. Dromark, what have I told you about speaking for me? Shut Drop your- it, Nia. Though I do see your point. In any case, it should be easy enough to make sure- What? What are you playing at? Well. Malos, what good is it beating up a kid? You said it yourself, didn't you? What if the kid's not up to it? I said nothing of the sort. You did think it, though, right? And anyway, now we know. You'll do right enough. Though you don't look like a driver. Where'd you learn those arts? Gramp showed me a thing or two. Even when I was little, that was his idea of playtime. Well, you've got some skill, I'll give you that. Guts too. Kid, you better work hard. Friends are such rowdy bunch. Here is advance. Use to buy what gear you need, then go to dock on starboard. Banner has arranged excellent vessel for you there. You got it. Okay, so, und was jetzt? Bevor ich irgendwas anderes mache, muss ich erstmal bei Opa vorbei. Der erzählt mir was, wenn ich einfach auf einem fremden Schiff abdüse, ohne ihm vorher Bescheid zu sagen. Also schnell nochmal runter zum Ankunftshafen, der Goldmund. Und ich würde sagen, hier beenden wir den Part gleich. Ja. Ich hoffe, euch hat der erste Part gefallen von Cyber Chronicles 2. Ja. Auf jeden Fall, ja. Wenn ja, lasst ein Like da und beim nächsten Mal geht's weiter hier bei Cyber Chronicles 2. Ciao.